Hallo Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, ich bin heute wieder alleine hier und ja, noch eine kleine Anmerkung, bevor wir jetzt wieder weiterspielen. Ab jetzt wird von diesem Projekt nur noch eine Folge pro Woche kommen, weil ich sonst echt nicht mehr mit dem Produzieren hinterherkomme. Und ja, wir haben jetzt sowieso nicht mehr allzu viel zu machen, wir haben jetzt nur noch den ganzen Teil nach der Hauptstory zu machen. Die Hauptstory haben wir ja beim letzten Mal fertig gemacht und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu machen, noch ungefähr 6 Kapitel und eine Bonus-Episode steht ja auch noch an. Durch das heldenhafte Handeln von Kilian und Fliegi wurde die Zerstörung der Zeit verhindert. Frieden kehrte in die Welt der zurück in die Welt der Pokémon. Natürlich stellte sich die Normalität nicht von heute auf morgen ein. An manchen Orten war die Zeit immer noch außer Kontrolle. Aber überall besserte sich die Situation. Kilian und Fliegi kehrten zur Knuddelluftgilde zurück und fielen zurück in ihre tägliche Routine des knallharten Trainings. Eines Morgens, einige Monate später. Was? Abschlussprüfung? So ist es. Die Abschlussprüfung der Gilde. Wenn ihr die Abschlussprüfung besteht, könnt ihr die Gilde verlassen. Ihr seid dann auch das strenge tägliche Trainingsprogramm los. Selbstverständlich hängt alles davon ab, ob ihr die Abschlussprüfung übersteht. Hey, hey, Plaudergei. Hey, hey, wir sind schon viel länger dabei als die beiden. Hey, hey, warum dürfen Kina und Fliege die Prüfung vor uns ablegen? Sie haben sich oft genug als würdig erwiesen. Und immerhin haben Kilian und Fliege die Welt gerettet. Sie haben sich selbstverständlich das Recht erworben, geprüft zu werden. Und so läuft das. Wir wollten euch bald die Prüfung abnehmen. Ich erwarte, dass ihr vorbereitet seid. Krakedo hat letztes Jahr die Abschlussprüfung gemacht. Und ist glatt durchgefallen. Hey, hey. Lasst mich in Ruhe! Also, was müssen wir für diese Abschlussprüfung tun? Ich möchte, dass ihr in die Tiefen des Gehölzes namens Verwirrwald erkundet. Ihr sollt dort auch einen Ort vorfinden, der Glitzerquelle genannt wird. Glitzerquelle? Ja, dort gingen einst die Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Im Moment kann sich dort nichts entwickeln. Wir möchten, dass ihr zur Glitzerquelle reist und mit ihrem Schatz zurückkehrt. Wenn ihr diesen Schatz zur Gilde zurückbringen könnt, habt ihr die Prüfung bestanden. Ihr werdet dann als voll ausgebildetes Erkundungsteam anerkannt. Und ihr geht mit vollen Ehren von dieser Gilde ab. Okay, wir müssen den Schatz zurückbringen. Das machen wir, Kilian. Aber passt auf diese eine Sache auf. Es gibt dort einen fürchterlich starken Gegner. Der Großmeister allen Übels lebt dort. Der Großmeister allen Übels? Genau, der Großmeister ist schrecklich durchtrieben. Seine Gegenwart ist so entsetzlich, dass niemand sie wirklich erleben möchte. So, dann mal viel Glück. Was? Wie? Das reicht für die morgendliche Unterweisung. Alles klar, Leute. Gehen wir an die Arbeit. Ja, das ist Knuddeluff. Was machen wir bloß, Kilian? Der Großmeister allen Übels? Hey, Krakelo. Krakelo, du hast doch letztes Jahr die Prüfung gemacht, oder nicht? Es gibt da etwas, was wir gerne wissen würden. Kannst du erzählen, wer der Großmeister allen Übels für ein Typ ist? Tut mir leid, aber dazu darf ich nichts sagen. Das ist die Gildenregel. Ich darf nicht darüber sprechen. Aber ich kann euch Folgendes sagen. Euch erwartet eine schauderhafte, schreckliche Zeit. Was ich alles mitgemacht habe. Sogar jetzt, wenn mich die Erinnerung einholt. Ah! Krakelo hat uns nichts Nützliches erzählt. Wir bereiten uns am besten allein auf die Prüfung vor. Gehen wir nach Schatzstadt und machen uns bereit. Ja, so. Wir hätten noch genau 150 Punkte bis zum nächsten Rang. Gut. Dann gehen wir doch mal. Dass wir hier einen Goldrang mal erreichen, wäre langsam eigentlich echt mal Zeit. Oh, was habt ihr zwei was? Viel Glück bei der Abschlussprüfung. Hey, hey, hey. Oh, ihr wolltet, dass wir den Großmeister allen Übels erfahren? Lasst es mich so einfach wie möglich ausdrücken. Ja gut, das war eine sehr treffende Beschreibung, danke. Oh, Fliege und Kilian, hi. Hey Teddy, Ursa und Ursaring,
Was steht an? Geht ihr zwar irgendwo hin? Jawohl, wir sind gerade auf dem Weg zum Verwirrwald. Was? Der Verwirrwald? Ist es da nicht gefährlich? Habt ihr nicht gehört, der Großmeister allen Übels soll sich dort aufhalten? Der Großmeister allen Übels? Von so etwas habe ich noch nie gehört. Und ihr glaubt nicht, dass ihr euch irrt? Wir gehen häufig im Verwirrwald spielen. Wir haben noch nie einen von einem Großmeister gehört, schweige denn ihn gesehen. Ihr müsst irgendwelchen Gerüchten entlegen sein oder so. Gehen wir. Tschüss. Irgendwas stimmt nicht. Das klingt überhaupt nicht wie das, was Knuddeluff gesagt hat. Nicht, dass wir irgendwas dran ändern könnten. Machen wir uns fertig, um uns dann zum Verwirrwald zu begeben. Wie viel Geld habe ich dabei? Genug. Okay. Ich muss mal wieder eine Attacke linken. Nämlich die beiden. Das ist nämlich die beste Kombination, die man hier machen kann. Okay, mehr will ich hier schon gar nicht mehr machen. So. Dann. Haben wir hier noch irgendwo ein paar Gummis? Außer die Blaugummis. Moment mal, wo war der Sortierknopf mal hier? Okay. Ja. Oh, ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Drei Items gerade lagern, das ist wieder sehr schön. Okay, ich werde wahrscheinlich erstmal hier die beiden Boxen aufmachen lassen. Was haben wir denn drin? Hütschlamm, ist das für Hydropi? Schauen wir mal, ob wir irgendwas verkaufen können, was wir hier gar nicht brauchen. Das Ding brauchen wir eigentlich nicht. Sonst noch irgendwas, was wir jetzt hier gar nicht brauchen können. Den brauchen wir nicht. Ja. Einen kleinen Vorrat an Belebersamen aufbauen hier. Dann gehen wir jetzt mal ganz schnell zu Pandir und lassen uns mal wieder ein paar Drinks mixen. Okay, so. Dann fangen wir mal an. IQ. So, oh, wir haben sogar einen Gelbgummi, das ist ganz, ganz toll. Da kriege ich extra viel IQ davon. Und ich kriege den Scharfschützen. Spezialverteidigung. Ein Wundertrink wäre mal wieder nett. Hatten wir bisher, glaube ich, genau einmal, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich kriege auf jeden Fall einen Haufen Spezialverteidigung gerade.
Verteidigungswerten kann man eh nie genug haben. Dann haben wir zumindest langsam mal wieder ein bisschen Platz im ganzen Inventar. Oh, wir kriegen wieder extra IQ, nett. Gummi haben wir noch. Oh. Wir haben ein Ei. Okay. Unser Inventar jetzt eigentlich aus. Oh, ich hätte noch einen Flodergummi gehabt. Okay, den müssen wir jetzt auch noch schnell verbraten. Kommt davon, wenn man das Inventar vorher nicht sortiert. Na dann gib mal her, Pandir. Und mach einen Wunderdrink draus, das wäre super. Spezialangriff steigt. So. Wir haben genau 3 Plätze frei. Wir haben jetzt wieder 5 Belebersamen. Ich muss hier mal ein bisschen was rausnehmen, was wir verkaufen können. Das Zeug braucht man alles nicht. So viele Flea-Orbs. Allgemein sehr, sehr viele Orbs hier. Oh, Moment, wir haben hier noch 2 Boxen. So. Dann lassen wir uns die 2 Boxen mal noch aufmachen. Den können wir auch gleich wieder verkaufen. Vielleicht Zeit, dass wir einen Goldrang erreichen, damit wir ein bisschen mehr Lagerkapazität bei Kangama haben. Ein Sumpfschlamm für Sumpex. Wird gelagert. Top-Elixier, da brauchen wir jetzt auch nicht so viel. Ja, das war schon wieder. Dann schauen wir mal noch schnell bei Glieb Bunkel vorbei und schauen mal, ob der wieder ein paar nette Sachen für mich hat. Das sind immer diese Sachen, die man hier immer erledigen muss, wenn man eine halbe Ewigkeit nicht im Schatzstadt war. So. Mal schauen, was hast du denn für mich? Nicht wirklich irgendwas, was ich dafür brauchen könnte. Wen ist denn das? Volbeat. Pionscora, Pion Draghi. Schildterus, Bolterus. Ja, Glibuckel, wenn du mal wieder was Brauchbares hättest, ne?
Okay. Das ganze Geld legen wir mal noch ab. So. Dann wollen wir doch mal in den Verwirrwald.